Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und heute werfen wir einen Blick auf Wigger. Wir konnten das Spiel im Zuge des ID at Xbox Events in München anschauen und mittlerweile können Xbox Insider das Game über das Insider Hub testen. Noch 2018 wird das Spiel als kostenpflichtige Founders Edition erscheinen, als Game Preview, und 2019 soll es den finalen Release als Free-to-Play-Game geben. Was genau ist Wigger? Eine richtige Story gibt es nicht. Die Rahmenhandlung ist hier mal kurz zusammengefasst. Ihr seid mit eurem Charakter in Norwegen gestrandet, nach einem postnuklearen Fallout, nach dem Kalten Krieg. Die Handlung spielt etwa 1991, soweit die Story im Prinzip. Tatsächlich dreht sich bei Wigger so gut wie alles um das Online-Spielen. Das Spielprinzip ist meiner Meinung nach eine Mischung aus DayZ und Fortnite. Und ehrlich gesagt, durchaus interessant. Nachdem ihr euren Charakter ausgesucht und das wirklich kurze Tutorial gemeistert habt, findet ihr einen Unterschlupf irgendwo inmitten des Saales. Das Ziel in Wigger ist, diesen Unterschlupf auszurüsten und wieder aufzubauen. Und hier kommt der Survival-Multiplayer ins Spiel. Die Ressourcen für den Aufbau eures Unterschlupfs bekommt ihr nämlich exklusiv in den Multiplayer-Maps. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 6 Karten, jedoch sollen in Zukunft weitere hinzukommen. Die Entwickler wollten uns in München leider nicht sagen, wie viele es am Ende sein werden. Jedenfalls mehr als 6. Ihr begebt euch also auf einen dieser Server mit aktuell 4 bis 8 Spielern. Jede Karte ist etwa 1x1 Kilometer groß und es gibt 4 Ausgänge. Alle Spieler spawnen zu Beginn in der Nähe dieser Ausgänge, aber nicht wirklich nahe beieinander. In Häusern, Schuppen und an unterschiedlichen Orten auf dieser Karte müsst ihr nun nach Ressourcen suchen. Im Unterschlupf könnt ihr bei einer Werkbank immer nachsehen, welche Materialien ihr für das nächste Upgrade benötigt. Ich bin in diesem Fall mal auf die Karte rausgegangen, um Kabel und Metallteile zu finden. Draußen in der Multiplayer-Welt geht es dann wirklich ums Überleben. Andere Spieler trefft ihr nicht dauernd und mit etwas Vorsicht könnt ihr es auch komplett vermeiden. Es kommt allerdings vor, aber dazu später mehr. Wenn ihr keinen Plan habt, wie man das Game spielt, noch total neu seid und daher kaum Waffen habt oder einfach in Games generell im Combat ziemlich schlecht seid, dann solltet ihr das zu Beginn vielleicht genauso machen. Auf mich trifft all das zu, weswegen ich auch eher den Kampf mit anderen Spielern vermeide. Ihr geht also im Prinzip wie ein Zeuge Jehovas von Haus zu Haus und sucht nach freundlichen Menschen, die mit euch über Jesus sprechen wollen. Ich meine natürlich nach Ressourcen, nach Waffen, Munition und in meinem Fall auch idealerweise nach Metallteilen und Kabel finden. Ihr findet immer wieder Schränke und Kisten, die ihr mit dem Drücken der X-Taste looten könnt. Aktuell befindet sich Wigger noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, sodass sich das Aufnehmen von Items noch etwas schwieriger gestaltet. Man muss den Charakter ziemlich exakt positionieren, damit das X angezeigt wird. Und bei Wigger hat man ohnehin genug Stress, dass irgendwo ein anderer Spieler lauern könnte, dass man damit eigentlich keine Zeit verscheißen will. Aber es ist ja noch eine frühe Beta und das kann ja noch werden. Wenn ihr jetzt schon spielt, dann werdet ihr gelegentlich auf andere Spieler treffen, die absolut keinen Plan haben, was sie tun. Dieser Spieler dürfte sich zum Beispiel völlig unbewaffnet in die Map begeben haben. Ich war im Moment allerdings auch zu blöd, um ein Messer zu ziehen oder mit der Waffe auf ihn zu schießen. Die Steuerung ist eigentlich ganz logisch, aber man braucht trotzdem etwas, um reinzukommen. Grundsätzlich geht es bei Wigger nämlich schon darum, die anderen Spieler zu töten. Es ist eine Abwägungssache, denn ihr müsst natürlich sicher sein, dass ihr die anderen auch töten könnt. Wenn ihr eine Pistole habt mit 4 Schuss und euer Gegner 3 Gewehre umgehängt hat, dann sollte euer erster Treffer sitzen. Wenn nicht, könnt ihr immer weglaufen. Die Spielmechanik sowie auch die Karte ist so gestaltet, dass es genug Orte zum Verstecken gibt. Und wenn ihr in einem Wald verschwindet und wirklich weglaufen wollt, gelingt das im Regelfall auch. Grundsätzlich sind auch die Gegner nicht zwingend lebensmüde und vermeiden es ganz gerne, in einen Hinterhalt zu laufen. Eine Garantie aufs Überleben gibt es allerdings nicht und das macht Wigger natürlich auch so spannend. Überleben wollt ihr allerdings, denn auf der Karte draußen gibt es nur eine Chance. Wenn ihr sterbt, verliert ihr alle eure Sachen, die ihr in dieser Runde gesammelt habt oder die ihr aus dem Lager mitgenommen habt. Ihr sammelt also Material, was das Zeug hält und verschwindet dann durch einen der Ausgänge. Ihr entscheidet, wie viel Risiko ihr nehmen wollt. Ihr habt 10 Nägel gefunden und seid zufrieden, ihr könnt jederzeit wieder gehen. Während des Spiels gibt es auch einmal einen Airdrop mit wirklich seltenen und wertvollen Ressourcen. Ihr könnt auch versuchen, diese aufzunehmen, aber ihr könnt damit rechnen, dass ihr damit nicht alleine sein werdet. Dort geht es dann öfter mal heiß her und es macht die Sache nicht leichter, dass jener Spieler, der den Airdrop dann eingesammelt hat, alle paar Sekunden auf der Karte angezeigt wird. Es ist allerdings auch nicht so einfach, das zu finden, wonach ihr gesucht habt. Es geht bei Wigger wirklich darum, sorgfältig das Risiko abzuwägen. Während meines Gameplays war die Zwickmühle im Grunde perfekt. Ich hatte Waffen, ich hatte Munition, ich hatte etwas Medizin und sogar meine Metallteile komplett. Ich hatte allerdings nur wenige Kabel gefunden. Und ich wusste, dass die gesammelten Items wertvoll waren, also begab ich mich langsam zum Ausgang. Und nachdem es 4 Ausgänge und bis zu 8 Spieler gibt, kann es dort auch mal unruhig werden. Während meines Gameplays habe ich selbst einen Spieler getroffen, der recht gut ausgerüstet war und den habe ich mit einer Pistole angeschossen. Glücklicherweise hat derjenige dann auch nicht den Kampf gesucht, sondern hat sich direkt hinter einem Fahrzeug versteckt. Einen Schuss könnt ihr übrigens überleben, außer es ist ein Kopfschuss oder ihr werdet aus nächster Nähe von einer Schrotflinte durchlöchert. Ich konnte damit in der Zwischenzeit dann die Karte verlassen und habe mein Hab und Gut in Sicherheit bringen können. 10 Sekunden müsst ihr warten, bis ihr die Map verlassen könnt. Ein Upgrade für meinen Unterschlupf geht sich damit immer noch nicht aus, dafür habe ich mein Waffenarsenal aber erfreulicherweise etwas ausbauen können.
Wiggle ist im ersten Eindruck ehrlich gesagt deutlich besser als gedacht. Meiner Meinung nach verbindet Wiggle das Battle Royale Prinzip, das hier eben durch die Grundidee, dass man mit anderen Spielern um die Ressourcen konkurriert, auch aufgezwungen wird, sehr gelungen mit dieser dauernden Spannung von DayZ, dass hinter jeder Tür, hinter jeder Ecke irgendwo ein Gegner lauern könnte. Die grafische Umsetzung von Wiggle ist gut und die Texturen sind auf einer Ebene mit AAA Games. Doch aktuell wirken die Bewegungen des Charakters sowie die Umgebung noch etwas zu starr und hakelig, sodass man es nicht ganz auf eine Stufe stellen kann mit Assassin's Creed Origins zum Beispiel. Der erste Eindruck ist ehrlich gesagt sehr positiv und es ist besser, als ich es erwartet hätte. Wiggle schafft es, die dauernde Spannung von DayZ noch ein bisschen zu erhöhen. Man erlebt diesen Nervenkitzel als Spieler wirklich mit und besonders mit vielen gesammelten Items steigt die Nervosität und erreicht ihren Höhepunkt, wenn man beim Ausgang dann noch einen Spieler trifft. Wer auf sowas steht, sollte sich auf jeden Fall als Xbox Insider das Game mal kostenlos herunterladen und es ausprobieren. Hierfür müsst ihr auf der Xbox einfach das Xbox Insider Hub starten und euch im Beta-Programm für das Spiel anmelden. Das Game ist übrigens Xbox-exklusiv und die Entwickler konnten bzw. wollten uns in München leider nicht sagen, ob es auch einen PC-Release geben wird. So, und damit verabschiede ich mich von euch. Ich sage danke fürs Zusehen und wünsche viel Spaß beim Zocken.